heute Morgen 10 Uhr Abflug der Mannschaft zur Formel 1 in Monte Carlo. Der Helikopter nahm Kurs Côte d'Azur auf und dann Landung auf dem Heliport von Fontvieille. Von dort ging es dann per Boot zum Hafen von Monaco. Und dann direkt zur Rennstrecke. Viel Zeit zum Schauen und auch für Fotos. Das ist eine ganz tolle Aktion. Auch vielen Dank an unseren Partner Mercedes-Benz, die das überhaupt ermöglicht hat. Es war, glaube ich, mal eine tolle neue Erfahrung für die Spieler, nicht nur Monte Carlo mal beim Rennen zu sehen, sondern eben auch mal diese ganzen Abläufe bei der Formel 1 zu sehen, dass Michael Schumacher noch eine Dreiviertelstunde vor dem Rennen PR-Termine macht und uns Hallo sagt. Das war schon beeindruckend und es war auch eine schöne Abwechslung nach immerhin 14 Tagen intensiven Training. Nach der freundlichen Begrüßung durch den Teamchef von Michael Schumacher, Ross Brawn, ging es auf eine Yacht, um von dort das Rennen anzuschauen. Die Aktion Besuch der Formel 1 stand nach dem sehr enttäuschenden Spiel gegen die Schweiz in der Öffentlichkeit durchaus in der Kritik. Es ist natürlich unglücklich nach so einem Spiel, aber zum einen ist es natürlich eine Aktion, die schon seit längerem geplant ist. Es ist auch eine Marketingaktion mit Mercedes, aber wir haben das in unserem Plan gehabt, unabhängig davon, wie das Spiel gelaufen wäre, dass heute einfach mal ein freier Tag ist. Das haben die Spieler sich verdient und das haben wir immer wieder gezeigt, dass auch diese Zeiten gut sind, diese Freiräume, gerade wenn man so viel aufeinander hockt. Und es ist halt auch gut, dass die komplette Mannschaft da war. Insofern ist es auch eine Teamaktion gewesen, wo alle miteinander Spaß haben. Kurz vor Ende des Rennens ging es dann wieder zurück. Und Monte Carlo hatte doch bei einigen großen Eindruck hinterlassen. Den Spielern hat man schon gemerkt, die waren schon sehr fasziniert, rannten viele mit Fotoapparaten rum, waren erstaunt über den ganzen Trubel, der da war. Du kennst das ja schon. Warst du erstaunt, dass die Spieler das so empfunden hatten? Ja, ich war schon, bei den ganz Jungen habe ich es vielleicht erwartet, die noch nie in Monaco waren, aber auch selbst bei den auch gestandeneren Spielern hat man große Augen gesehen, was alles dort abläuft, wie das ganze Umfeld ist. Ich meine, Monaco ist eine besondere Atmosphäre das beim Rennen und insofern waren das wirklich schöne Eindrücke für die Spieler. 16 Uhr Rückflug nach Tourette und ab jetzt zählt wieder der Sport mit dem runden Leder.